komische Ding, was immer es ist. Ja. Auf geht's! In den Tod! Weil wir voll sind. Ah, das ist ein Rädchen hier. So, aha. Brauchen wir wieder so einen tollen Stock, den wir uns wiederholen müssen. Beziehungsweise kommen wir gar nicht mehr hin, ne? Toller Stock, ja. Aber woher? Hier ist hin doch. Ah, da war noch ein. Ach ja, den hat er abgelegt. Mein Gott. Kurzzeitgedächtnis wieder vor wohin. Ich bin wieder da, wartet auf mich. Das Sterben kann endlich weitergehen. Okay, nein, es funktioniert anders. Und zwar, oh, jetzt hat auch der schlaue Kastenhauer das verstanden, wie das hier funktioniert. Und tschüss. Aller Takt oder was? Arbeiten wir uns jetzt hier mal vor. Das sollte jetzt eigentlich schon reichen. Kaboom. Oh, weiter vorrücken. Okay, und er hat Spaß an seinem MG. Aber auch er muss immer nachladen. Brauche ich vielleicht noch eine Granate? Ich denke schon. Tschüss, meine Freunde. Ich bin dann mal weg. Ich hätte ganz gerne noch ein Granätchen. Siehst du, wenn man nicht dran denkt, das mitzunehmen, dann braucht man es natürlich auch. Wie immer. Geht's euch noch gut? Glaube eher nicht so, wa? Ja, das feuert halt wie wild. Meine Güte. Beruhigt euch doch mal. Alter, wie viele denn noch? Wiegt das, muss man nicht verstehen. So, schnell weiter. Und zack, 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 den Durchbruch geschafft, jawohl. Mit einem Mann. So. Nochmal Geschosse. Ah. Die Klingelingeling ist oben oder was? Jawohl, Mann. Oh, ein Fähnchen. Und das ist ein bunter Wimpel. Auch wenn der Morsecode schon im Einsatz war, blieb die telefonische Kommunikation aufgrund technischer Probleme unzuverlässig. Also wurden steinalte Techniken genutzt, wie Trommeln, Hörner und bunte Wimpel. Am 11. November 1918 um 11 Uhr wurde das Ende des Krieges vom Klang einer Fanfare verkündet. Aber wir haben gleich einen Alarm hier. Bärpass oder wie auch immer. Scheiße. Penner. Freunde! Okay. Warte mal, bevor wir weitermachen. Ich
Runden überziehen müssen. Feuer auf die Mühle oder was? Oder weg von der Mühle? Rechts von der Mühle, oberhalb der Bäume. Okay, hurry up, ja. Da brauchen wir noch was für, das haben wir eben schon gesehen, glaube ich. Ah, da kann man dann laden, okay. Munition laden, da brauchen wir auch noch irgendeinen Teil. Da kann man dann Munition von unten, glaube ich, rausholen. Okay, schauen wir uns hier erstmal um. Und hier ist schon mal die Munition. Achso, wir müssen ihn erst verschieben, um die Sachen rauszuholen. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Ohne den Drehapparat dafür. Hm. Vorsicht, nicht weiter. Jetzt gibt es hier gleich Schwierigkeiten. Ich hoch, weil ich glaube, da zu graben würde unser Tod sein wegen der Granate. Zumindest haben wir diesen Schlüssel für den anderen Spinn schon mal. Ist ja auch schon mal was wert. Ah, da haben wir das nächste Stellrädchen hier. Achso, damit kann man wahrscheinlich feuern. Okay. Tja, da oben müssen wir jetzt noch dieses komische Drehrad herkriegen. Mal sehen, was der Soldat hier rechts noch zu sagen hat. So, da kann ich jetzt den Hund eine Granate holen lassen. Okay. Achso, warte mal, ich nehme das mal ab. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr unlecker, ein Granätchen im Mund zu haben. So, da müssen wir... Achso, hier können wir gar nicht werfen, von der anderen Seite. Okay, einmal hier hin. Und dann wird er weggesprengt. Und dann haben wir hier... Zahnrädler. Was ganz schön schwer ist. Okay. Hallo? Wo ist das? Dran. So, Hund wieder weg. Jetzt müssen wir das und in die andere Richtung ziehen und dann können wir die Geschichte laden. Müssen wir das nicht erst wegziehen, ich glaube, oder? Ne, können wir gar nicht. Okay. So, das war der linke Hebel. So. Also, es wurde gesagt, rechts von dieser Mühle und oberhalb der Bäume der drei. Rechts von der Mühle. Aber wo? Ah, wenn dann links von der Mühle oder was? Ja. Aber wo sind die drei Bäume? Ach hier! Da sind die drei Bäume. Und rechts von der Mühle, das muss ja da sein. Oder? Hier oder was? I don't know. Ja, Trevor! Indes gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much. Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Juhu! Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam.
70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang. Tag und Nacht. Achter Mai 1916. Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Auf geht's. Der Mai 1916, Douaumont in Frankreich. Oh, Minen. Minen. Ja, und jetzt machen wir was? So, hier sind jetzt angeblich Minen, da will ich doch gar nicht hin. Ah, ich kann ja. Ich kann mich ja auch einfach in die Luft sprengen, okay. Ah, so, und hier sind keine, oder was? Okay, aber. Schnell durch. So. Geht's weiter? Oh, was ist los? Erschäufele, Grabenschaufel der französischen Armee. Die Schaufel war zu kurz, um einen echten Nutzen beim Buddeln von Graben oder Tunneln zu bringen. Daher schärften die französischen Soldaten die Schneide des Werkzeugs, um daraus eine effektivere Waffe als das Bajonett zu machen. Schlitz, Schlitz. Ja, so sieht's wohl aus. Oh, das war knapp. Freddy ist da oben, wir sind hier. Ja, zu früh. Schade. Ja gut, dann versuchen wir es nochmal. Ach, da sind wir hergekommen, ne? Na, müssen wir jetzt nicht. Ach, die Flamme wird kleiner, gleich ist der Rauch weg. Ah, ja. Jetzt können wir weitergehen. Okay. So, und wir haben noch weitere Fakten. Fort Beaumont. Dieses symbolträchtige Fort ist während der Schlacht von Verdun von beiden Seiten propagandistisch ausgenutzt worden. Im Februar 1916 wurde Fort Beaumont von den Deutschen eingenommen und im Oktober unter schweren Verlusten von den Franzosen zurückerobert. Während der deutschen Besatzung kam es unvermittelt zu einer Explosion, der 800 Soldaten zum Opfer fielen. Dies war nicht das Werk eines Saboteurs, sondern ein schlecht ausgelöschter Kocher, der ein Feuer entfachte, das sich bis zu den Treibstoff- und Munitionsvorräten ausbreiten konnte. Das ist natürlich schlecht. Der Flammenwerfer. Im Februar 1915 kamen die ersten Flammenwerfer zum Einsatz. Auch wenn die Zahl der Soldaten, die dieser Waffe zum Opfer fielen, überschaubar ist, war ihre psychologische Wirkung verheerend. Zuerst wurde die Waffe von den Deutschen eingesetzt, doch dauerte es nicht lange, bis Franzosen und Briten vergleichbare Waffen besaßen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Waffe waren beschränkt, aber die Angst, die sie verbreitete, war umso größer. Ja, selbstverständlich, wer möchte schon vom Flammenstrahl erfasst werden? Wohl irgendwie niemand. Sehr schön. Emil, hurry up. Ah, okay. Bringt uns das? Ah, hier ist ein Flammenwerfer. Ach so.
Nee, das ist ja Quatsch. Ja, ich sollte vielleicht das Ding nicht genau darunter stellen, das könnte auch nicht helfen. Ach. Wir warten auf ein Ziel, die scheint um zu üben. Ich würde sagen, Hundi, geh mal da weg. So, haben wir. Was ist hier? Achso, der zielt wahrscheinlich nur auf ein Ziel, wenn da auch ein Pappmännchen drauf ist. Vor allen Dingen mit seinem eigenen, mit dem Helm der eigenen Leute. Okay, kann ich das einfach da hinstellen, oder? Okay. Ich will jetzt immer mehr daraus nehmen, oder was? Ein unendlicher Stack von Mannequins. Okay, hier ist nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, auf ihn, mein Freund. Tu dir Gutes. Okay. Vielen Dank. Null Ziele gibt es jetzt nicht. Hauptsache, der Pott ist richtig am Kochen hier. Deswegen ziehen wir auch an den Eisenringen entlang, weil die aber auch nicht heiß geworden sind. Logic. Ja, Logic. Ja. Das müssen wir doch jetzt irgendwie noch richtig ziehen, oder wie sehe ich das? Ach ne, wir können ja da oben hoch, genau. Ah, ein Understand. So. Jetzt wird er erstmal abgenödelt da. Abgeräuchert. Und wir können jetzt direkt hier weitermachen. Sehr gut. Ein Freund hier. Mit Dead. Munitionskiste? Leere Holzkiste. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Koffer waren noch nicht weit verbreitet und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einen Ranzen oder in Holzkisten. Ja, gut. So. Ja, und jetzt müssen wir... Ach, er braucht Dynamit. Aber Dynamit. Hä? Das ist da oben? Ja, und ich soll jetzt genau was tun? Mir ist ein bisschen rätselhaft hier. Ich glaube, ich stecke schon wieder fest. Dynamit ist hier. Da kommt nur der Hund. Weil es ja da in so einer Nische versteckt ist. Aber der Hund. Muss er erstmal durch den Schutt hauen. Das klappt ja nun auch nicht. So, und außerdem haben wir den Hund noch nicht mal ansatzweise irgendwo hin geschafft. Also hier kann es nicht sein. Da ist ja nur der Typ. Der flamet alles weg, was ihm in den Weg kommt. Ich muss hier alles ausgraben, aber das ist ja nichts. Oh, da ist ja noch was. Hätten wir fast übersehen. Ein Konzertprogramm. Das Programm eines Konzerts, das hinter der Front für die Unterhaltung der Soldaten sorgen sollte. Theater und Kinosäle wurden errichtet, um die Moral der Truppe zu heben. Außerdem wurden Bordelle eröffnet, die strengen Regeln unterlagen, um Geschlechtskrankheiten vorzubeugen. Sag doch sowas benutzen. Was ist denn hier los? Hauen. Wenn ich jetzt wenigstens umschalten könnte nach Freddy, dann würde ich das ja noch verstehen. Aber das kann ich doch gar nicht, oder? Also, ich haftet nicht.
Das Einzige, was ich machen kann, ist nochmal so ein Mannequin hier draufsetzen. Um. Um ihn dazu zu bewegen. Nochmal Feuer abzulassen. Nur hilft uns das natürlich nicht. Weil da nichts passiert. Wenn ich mich selber da hochfranse. Ach doch, er kann da hoch. Ach, er wird ja nicht beschossen. Ah. Sagt der Typ nur übrigens. So, jetzt kann er. Ah, okay. Ja, manchmal ist das so eine Sache mit den Logikabhängigkeiten oder überhaupt der Logik in den Rätseln. Das ist ein bisschen. Und tschüss. Okay. Und er ist abgehauen. Das ist so gut. Ah, wir sind jetzt hier draußen mit Freddy und dem Hund. Wo geht es jetzt hier rein? Die Stadt! So, stillgestanden my ass. Oder ähnlich. Hier ist noch so eine Wand rechts, wo wir reingraben können. Das kann er natürlich jetzt nicht. Witz, was ist denn das? Gold. Deutscher Ring. Achso, Gold gab ich. Aha. Ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen, den man im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Okay. Interessant. Das Geräuschkulisse. La 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 la. Welchen Mann, Freunde? So, hätten wir ihn auch ausgeschaltet. Okay. Was ist hier noch drin? Schon wieder irgendwas Suchmäßiges. Finden ja echt fast alles, ey. Gaskocher. Ein Gaskocher, um Essen oder Räume aufzuwärmen. Nicht gerade die beste Lösung, wenn man versuchte, das Treibstoffdepot für Flammenwerfer damit zu beheizen. Joa. Stimmt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Alles weg. Nix. Nix. Kann auch nicht überall was machen. Oh. Okay, irgendwas macht es mir hier suspekt, aber wir werden uns das in der nächsten Folge erst wieder anschauen, denn meine Aufnahmesession endet hier und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an dem Let's Play. Wir sehen uns dann wieder hier in dieser Geheimaktion beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao.